Lokale Anpassungen in Lightroom. Entwicklermodul der Shortcut ist D für Develop, für die das wissen wollen. Man kann es in Lightroom das Interface rundherum extrem lässig aus- und einblenden, dass man halt mehr Platz hat. Also an das immer denken. Und was ich jetzt einmal mache, ist so grundsätzliche Anpassungen. Und da gibt es was, was sehr, sehr praktisch ist. Also gesamt gesehen, wenn man mehrere Bilder anpassen will, die jetzt eine unterschiedliche Helligkeit haben. Und zwar braucht man da jetzt nicht immer auf das Belichtungsding herfahren, sondern in Lightroom ist standardmäßig die Belichtung, also wird im Entwicklermodul mit der Minustaste weniger und mit der Raute-Taste mehr. Das heißt, das ist einfach standardmäßig Belichtung runter, Belichtung raus, rauf. Und wenn man auf die Plus-Taste druckt, dann sieht man jetzt wieder rechts so der weiße, also die Regler gehighlightet werden. Und das ist dann quasi, was man eingestellt hat. Falls man quasi immer die Klarheit einstellen will, dann kann man das so genauso machen. Ich habe es eigentlich immer auf der Belichtung stehe. Und wenn ich dann Anpassungen machen will, kann ich einfach rauf oder runter gehen, Cursor-Taste nach rechts zum nächsten Bild, da vielleicht zweimal nach unten, Cursor-Taste nach rechts zum nächsten Bild und so weiter und so fort. Also das ist so ziemlich praktisch, wenn man Belichtungskorrekturen schnell vornehmen will. Falls man jetzt mit Grafiktablett oder irgendwas Ähnlichem arbeitet, ist das natürlich wieder total prädestiniert, dass man sie dann die Minustaste und die Raute-Taste eben auf Shortcuts oder Drehregler oder was er immer legt, weil man dann wirklich verdammt schnell das Ganze einstellen kann. Jetzt einfach nochmal so ganz kurz zu den ersten Shortcuts. Regler zurücksetzen, habe ich auch schon erwähnt, Doppelklick einfach auf den Namen oder Doppelklick auf den Regler. Oder wenn man ganze Gruppe zurücksetzen will, Doppelklick auf den Namen der Gruppe, dann wird alles wieder zurückgesetzt. Das ist einfach einmal nur so nebenbei. Und was ich auch noch ganz gern mache, bevor ich da jetzt irgendwie den Regler angreife und so ganz leicht links und rechts ziehe, fahre einfach mit der Maus irgendwo über den Regler, dass er gehighlightet ist. Und jetzt kann ich mit den Cursor-Tasten rauf und runter die Anpassungen vornehmen. Quasi einfach jetzt ein bisschen Belichtung nach oben oder Belichtung nach unten. Falls ich mehr Kontrast haben will, gehe ich da noch rein. Mehr Klarheit, jetzt als blödes Beispiel, aber einfach, dass man sieht. Und ich kann so wirklich in feinen Schritten das Ganze bewegen. Also, ein bisschen heller in dem Fall. Dann, wenn man jetzt so einen Bildlook schon in Lightroom machen will, bevor man zur lokalen Anpassung kommen, was man empfehlen kann, ich setze jetzt nochmal zurück, ist die Dynamik einmal raus, dann wird das Bild ein bisschen flacher. Dann den Kontrast anziehen, dann kriege ich quasi mehr Kontrast. Die dunklen Bereiche werden dunkler, die hellen werden heller. Das ist meistens ein bisschen zu stark. Und was man dann noch im Normalfall da kann, ist, dass man die Tiefen ein bisschen aufhält. Dann hat man Shift-V, vorher, nachher, sieht man in dem Fall vom Beamer eigentlich auch halbwegs okay. Quasi das vorher, halbwegs neutrales Bild, nachher so ein bisschen noble Blässe, sage ich mal, und das Ganze angepasst. Und quasi wiederum einen Schritt zurück ins Entwickeln, ins Bibliotheksmodul zurück, Shortcut G übrigens. Ich kann jetzt mit Command-Shift-C oder STRG-Shift-C auf Windows die Einstellungen kopieren. Ich nehme jetzt einfach einmal die Basiseinstellungen. Das ist genau das gleiche, da im Entwicklermodul da unten links auf Kopieren drucken. Es geht aber genauso im Bibliotheksmodul, Shortcut G. Kopieren wir das quasi raus, sage Basiseinstellungen. Halt, stopp, da habe ich was vergessen. Und zwar die Dynamik ist nämlich nicht bei den Basiseinstellungen dabei, sondern dort bei der Farbe, auf das aufpassen. Das heißt, ich nehme das Dynamik runter und Helligkeit rauf, also Kontrast rauf, Tiefen rauf in die Zwischenablage und kann es mit Command-Shift-V oder eben auch STRG-Shift-V, wenn man mit Windows arbeiten sollte, entsprechend auf die gesamte Auswahl einfügen, das Ganze. Dort ein bisschen aufpassen, wenn man das jetzt nicht in der Rasteransicht macht, sondern zum Beispiel in der Entwickelansicht, also in der Lupenansicht, dass man rechts unten automatisch Synchronisieren aktiviert hat. Weil dann wird es wirklich auf alle ausgewählten Bilder das Kopieren und Einfügen auch wiederum angewendet. Also das ist nur der letzte finale Punkt zu dem Ganzen. Wie gesagt, jetzt einfach einmal, welches Bild habe ich gehabt? Das glaube ich. Jetzt einfach einmal anfangen, dass die Einstellungen kurz einmal vornehmt, so global für euer Bild, was dann habt. Und danach schauen wir uns an, wie man das dann lokal in Lightroom macht und in weiterer Folge in Photoshop. Genau, da war jetzt eine Frage aus dem Publikum. Beim Einstellungen kopieren gibt es da ein Rufzeichen bei der Prozessversion. Das ist bei mir jetzt auch. Und zwar ist die Prozessversion das wie Lightroom, wenn man da ganz unten im
Entwicklermoduls bei der Kamerakalibrierung, wie Lightroom jetzt deine Bilder prozessiert, Prozessversion. Und da sollte man im Normalfall immer die aktuellste Version nehmen. Wenn man jetzt aber zwischen quasi an Bilder verwendet oder bearbeitet, die man schon länger in Lightroom drinnen hat, zum Beispiel 2003 in alten Versionen, dann sind da die Regler-Einstellungen anders. Da gibt es auch andere Regler als in der Prozessversion 2012. Und die Empfehlung ist, dass man natürlich immer auf der neuesten Version ist, beziehungsweise beim Kopieren von Voreinstellungen, dass man die Prozessversion auch mitnimmt, weil dann stimmen auch die Reglerpositionen. Was meine ich damit mit Stimmen? Ich mache mir da mal schnell eine virtuelle Kopie von dem Ganzen, stelle die Prozessversion auf die ganz alte 2003er zurück. Und jetzt sieht man, dass da oben die, gerade bei den Tonwerten, eben ganz viel anders ist. Es gibt Belichtung, Wiederherstellung, Auflicht und Schwarz, eben alte Prozessversion. Die Reglerpositionen waren damals ja wirklich sehr fragwürdig. Das heißt, falls man jetzt genau den Look haben will, dann muss man es auch mit der richtigen Prozessversion mitkopieren. Wie gesagt, im Normalfall wird man auf der 2012er, also auf der aktuellsten Prozessversion sein. Es gibt dann da oben auch das kleine Rufzeichen, wo einfach Lightroom sagt, hey, aufpassen, du bist bei dem Bild jetzt nicht auf der aktuellen Prozessversion. Also die Empfehlung, immer auf der neuesten Prozessversion sein. Lokale Anpassungen in Lightroom. Und zwar, wenn ich da jetzt die Augen in der Helligkeit zum Beispiel anpassen will, weil man da jetzt sieht, dass vielleicht zu weit runtergeschaut hat oder zu wenig Fülllicht von unten reingekriegt hat oder was auch immer, dann kann ich das natürlich in Lightroom auch steuern. Was ich vorher mache, ist, dass ich einmal schnell beim Zoomen auf nicht 2 zu 1, sondern 1 zu 2 gehe oder 1 zu 3 sogar, weil ich jetzt bei der Auflösung zu weit einzoome. Das reicht. Und jetzt kann ich mit der Taste K zum Pinsel kommen. K für Korrekturpinsel. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, heißt das Ding wirklich so? Ja, Korrekturpinsel. Und was ich bei dem Ding euch empfehlen kann, ist Folgendes. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass die Belichtung einen gewissen Wert hat. Das heißt, jedes Mal, wenn man mit dem Korrekturpinsel arbeitet, wendet man gleich automatisch eine Korrektur an. Das ist jetzt nicht so tragisch, weil in Lightroom das ja der RAW-Workflow ist. Das heißt, ich kann die Reglerposition jederzeit nur umstellen. Was ich aber persönlich verwende, ist Folgendes. Also ich mache den jetzt nochmal kurz zu, drücke jetzt auf K und schaue jetzt, dass alle Regler in der Mitte stehen, neutral. Und das Ganze speichere ich mir, aktuelle Einstellung als neue Vorgabe speichern. Und ich speichere mir das dann als 000 ab. Das gibt es in meinem Fall jetzt schon. Sie hat da schon ausgewählt. Das heißt, ich habe da jetzt die Vorgabe Effekt 000, alles ist ausgenullt, es ist quasi nichts drauf. Und bevor ich jetzt nur einmal mit dem Pinsel arbeite, drücke ich wieder auf die Taste K. Du machst einfach einen Doppelklick auf Effekt. Das heißt, du setzt wieder alles zurück, wie eben genau vorher gerade beschrieben. Doppelklick auf Effekt ist alles zurücksetzt. Und wenn man jetzt quasi in den Pinsel reingeht und gleich wieder rausgeht, ohne dass man einen Pinselstrich macht, dann wird die Einstellung quasi als Standard für das Arbeiten mit Korrekturwerkzeugen gesetzt. Das heißt, bei mir ist jetzt so, wenn ich jetzt das Tool aufrufe, drücke ich dann im nächsten Schritt die Taste O oder da unten lasse ich die Überlagerung für die Maske einblenden und pinsel jetzt einfach einmal den Bereich an, wo ich jetzt die Korrektur im Nachhinein vornehmen will. Falls es bei euch rot ist, dann könnt ihr mit der Taste Shift O, Großschreibtaste und O, die Farben durchwechseln, weil ich relativ viel Porträt mache und mit Hauttönen, also mit roten Farben arbeite, stelle ich immer auf grüne, weil es ganz weit weg ist von den roten Hauttönen. Shift O ist der Shortcut, genau. Also für das Farbwechseln. O ist fürs Overlay, drum O. Wenn ich dann den Bereich markiert habe, gehe rein und sage, okay, wenn ich die Augen jetzt aufhellen will, als erstes die Tiefen und die Lichter, falls das zu wenig ist, ziehe ich dann die Belichtung auch noch mit rein. Und dann kann ich vielleicht wieder mit ein bisschen einer Klarheit, nur ein bisschen mehr Klarheit in das Ganze reinziehen. Aufpassen, wenn man jetzt quasi den Fluss eingestellt hat, dass man quasi nicht mit 100% Deckkraft arbeitet, also mit 100% Auftrag, dann wird es so vernünftig sein, dass man über den Bereich mit dem Pinsel quasi öfter drüber malt und dadurch die Helligkeit sozusagen schrittweise in den Bereich aufträgt. Falls man irgendwo rausgemalt hat, ich simuliere das einmal, weil ich habe es zuerst eh gemacht, so, dann mit gedrückter Alt-Taste kommt man zum Löschen-Werkzeug, weil Alt ist die Alternative zum Auftragen von Farbe, drum vorher das Plus mit Alt das Minus. Ich könnte da unten auf Löschen gehen, aber wie gesagt, Alt ist da vernünftig und kann dann das, wo ich zu viel gemalt habe, auch wiederum rausnehmen. Wenn ich die Pinselgröße verändern möchte, egal ob das jetzt für ein Radiergummi ist, wo ich auf der Alt-Taste drauf bin oder ohne, dann nehme ich einfach das Scrollrad und scroll für die Größe am Trackpad rauf und runter.
Wenn ich die Härte nur verändern will, dann halte ich die Shift-Taste und scroll mit gehaltener Shift-Taste. Dann verändere ich die Härte. Und im Normalfall will ich eine ganz weiche Kante haben. Nein, wieder. Ja, im Normalfall eigentlich schon eine weiche Kante, das passt ganz gut. Scrollen, die Größe anpassen und dann kann ich sagen, wo der Effekt jetzt wirklich sein sollte. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich das Ganze dann wieder rausnehmen. Das war jetzt vielleicht ein wenig massiv rausgenommen. Taste K und ich mache das, also die Einstellung nehme ich dann wieder raus. Vorher, nachher, gleich, weil du wahrscheinlich auf Englisch eingestellt bist. Vorher, nachher in Lightroom. Gesamtes Vorher, nachher Shift-V. Großschreibtaste V, ich muss natürlich ein Lightroom sein, weil sonst sieht man nichts. Ups. Und man muss auch im Entwickelmodul sein. So, jetzt aber. Shift-V vorher und Shift-V nachher. Ist der Shortcut unter Ansicht vorher, nachher Shift-V. Wenn man jetzt eben, wie gesagt, eine englische Version hat, einfach schauen, was da dabei steht. Kann natürlich sein, dass du jetzt eine deutsche Tastatur hast und den Taste nicht auf deiner Tastatur hast. Es ist, glaube ich, die Tilde oder sowas. Ja. Genau. Ah, genau. Backslash ist auch blöd, weil das erwischt, glaube ich, auch nicht. Na, macht auf der englischen Tastatur Sinn, weil es das eben auf der Tastatur in Backslash auf der englischen direkt ansprechen kannst. Drum. Sonst Shift-V. Das Hauptproblem, also Shift-V ist wie gesagt so das gesamte Vorher und das gesamte Nachher. Und jetzt ist ja so, Lightroom im Entwicklermodul links hat das Protokoll. Und da sieht man jetzt die ganzen Pinselstriche, was ich gemacht habe zum Herumbauen. Eben von den Augen, dann die ganzen Korrekturen, die Klarheit, alles was ich hergezeigt habe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Shift-V jetzt nicht von dem gesamten Vorher und Nachher haben will, sondern vielleicht vor Pinselbearbeitung oder irgendwo drinnen, dann gibt es was ziemlich Lässiges. Und das zeige ich jetzt mit einer anderen Vorher-Nachher-Ansichtsmethode her, nämlich mit der YY-Ansicht. Und zwar, wenn ich da draufklicke, habe ich links das Vorher und rechts das Nachher. Ich kann jetzt aber zum Beispiel die Erteilung links-rechts haben. Das heißt, dann habe ich im linken Bereich das Vorher, im rechten Bereich das Nachher. Das gleiche ja oben-unten, beziehungsweise geteilt oben-unten. Also je nachdem, was man für das jeweilige Bild gerade braucht. Ich lasse jetzt einmal so links-rechts stehen. Und was jetzt das wirklich Coole dran ist, wenn ich quasi die globale Bearbeitung mit der Bearbeitung von den Pinseln sehen will, einmal als Beispiel, ist gar anders auch noch recht viel einfacher, aber ich zeige es einmal daher, dann kann ich dort einen Rechtsklick auf den Protokollschritt machen und so ein bisschen zurück in die Zukunft spülen, nämlich Protokollschritt Einstellung nach vorher kopieren. Das heißt, ich habe jetzt den Stand in der Vorheransicht und den Stand mit den Augenanpassungen ist dann quasi meine Nachheransicht. Das funktioniert natürlich genauso in der Shift-V, in der großen Ansicht, dass ich jetzt quasi nur mehr den Schritt toggle, wenn man so will. Was nur cooler ist, ist, dass ich das Ganze auch per Drag and Drop machen kann. Das heißt, wenn ich den importieren Stand jetzt wieder im Vorher haben will, dann nehme ich den, ziehe den da rein und habe jetzt das als Vorher definiert. Das heißt, man kann jetzt wirklich sehr schnell und sehr einfach das Vorher-Nachher extrem schön steuern. Das ist da so der Plan dahin. Wie gesagt, Shift-V, wenn man es gesamt haben will. Die Y-Ansicht da unten ist ja der Shortcut Y, dankenderweise. Man kann mit Alt-Y dann die Ansicht wechseln und damit Shift-Y die Ansicht wechseln. Aber im Normalfall Y ist cool und Shift-V. Und mit dem Drag and Drop oder mit dem Rechtsklick kann man dann die Protokollschritteinstellung noch vorher kopieren. Publikumsfrage. Wenn man jetzt ein JPEG in voller Auflösung hat oder ein RAW in voller Auflösung, wo ist jetzt der Unterschied? Was ist besser? Fangen wir mal von dem an. Von der Bittiefe, also ein JPEG hat ja 2 hoch 8 Bit, das heißt 256 Abstufungen pro Kanal. Das ergibt wiederum 256 mal 256 mal 256, 16,1 Millionen circa. Ja, ist aber wurscht. Wenn ich jetzt ein RAW habe, kann es mittlerweile bei modernen Kameras bis zu 16 Bit pro Kanal haben. Das heißt ja pro Kanal 65.000 und nur was Abstufungen. Selbst wenn die Kamera jetzt nur 10 oder 12 Bit, weil bei 10 Bit ist jetzt ja, ist auch schon um einiges mehr, aber wenn es jetzt nur 12 Bit hat, was die meisten haben, oder wie gesagt, 14 Bit haben auch ganz viel, dann habe ich 16.000 Abstufungen. Aber gehen wir mal davon aus, ich habe 65.000 Abstufungen pro Kanal. Das heißt, ich kann viel mehr Farbinformation speichern, also Abstufungen in der Farbinformation, als jetzt beim 8-Bit-JPEG. Der nächste Punkt, der beim RAW extrem lässig ist, im Unterschied zu einem JPEG, betrifft jetzt Y, das Histogramm, sprich die Helligkeitsverteilung. Wenn ich jetzt bei einem reinen, wenn das jetzt ein JPEG-Bild wäre und ich drücke das einmal auf die Taste J und ziehe das einmal die Tiefen nach unten,
Dann sieht man alles, was jetzt blau wird, weil jetzt die Clippers, also die Clippies, wie heißen die, die Beschnittwarnungen, Clipping, einblendet. Und ich hätte es jetzt quasi so dunkel fotografiert, dann ist einfach beim JPEG alles, was da jetzt komplett schwarz ist, wird abgeschnitten. Ganz hart. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Wenn es jetzt einen Himmel fotografiert mit Wolken und das JPEG, ihr habt es falsch belichtet, die Wolken sind nur mehr rein weiß, dann sind die im JPEG abgeschnitten, weil es außerhalb von den 256 ist, also heller. Beim RAW-Bild kann es einfach nur so sein und wird es so sein, dass du über den Tiefenregler und über den Lichtenregler, beziehungsweise weiß und schwarz, aus den Tiefen, aus den dunklen Bereichen nur die Zeichnung rausholen kannst. Beziehungsweise beim Wolkensymbol, also Beispiel aus den Wolken, aus den rein weißen Wolken, die beim JPEG rein weiß waren, kannst du das am RAW-Bild, je nachdem was der Sensor eben kann, nur Informationen rausholen und hast nur Formen. Das heißt, du hast einfach einen höheren Umfang an Helligkeitsinformationen und Farbinformationen. Das ist eigentlich das Hauptding, warum man es haben will. Was nur dazu kommt, beim JPEG ist so, dass die Kamera ein Entrauschen macht, ein Schärfen. Der Weißabgleich wird in einem JPEG direkt reingespeichert und verschiedene andere Dinge. Das heißt, ein RAW ist viel, viel größer, muss entwickelt werden, hat aber eigentlich mehr Vorteil und mehr Spielraum bei der Datei. Wenn du jetzt sagst, du machst Studioaufnahmen und alles passt, du hast den Weißabgleich richtig, du hast die Helligkeit richtig und so weiter und so fort, dann hast du jetzt keinen wirklichen Vorteil von einem JPEG, wenn alles passt. Ich meine, ja, der Vorteil, also von einem RAW war dann, dass du nur immer mehr Zeichnung rausholen kannst, in Problemstellen, Glanzpunkte und so weiter und so fort. Frage beantwortet. 6 Geschwindigkeit, RAW oder JPEG? Ein JPEG ist schneller, ja, weil kleiner. Ein RAW ist natürlich schwieriger zu prozessieren, zu bearbeiten. Wenn man jetzt aber nicht immer auf der 1 zu 1 Ansicht, was jetzt bei mir nicht mehr der Fall ist, aber wenn man jetzt nicht immer die 1 zu 1 Ansicht braucht, weil man jetzt, so in meinem Fall, mit 36 Megapixel habe ich das fotografiert und man das in Wahrheit einfach nicht braucht, dann reicht es eigentlich auch, dass man mit kleineren Ansichten arbeitet. Und auch so ein Vorteil oder auch so eine Technik, was man in Lightroom anwenden kann, ist, dass man sich von seinen Originalfotos, wenn ich da jetzt draufklicke, kann man sich Smart Previews rechnen lassen, Smart Vorschauen. Und Lightroom macht es das, dass er zu den Bildern, die ich da jetzt gerade ausgewählt habe, zu den RAW-Bildern, dass man da jetzt kleine DNGs baut, also kleine verlustbehaftete RAW-Files, die jetzt auf der langen Kanten 2560 Pixel lang sind. Und er nimmt jetzt aber auch die kleinen DNGs zur Bearbeitung im Entwicklermodul. Dadurch ist es einfach viel, viel schneller. Und erst wenn ich es jetzt wirklich brauche, weil ich jetzt irgendwo einzoome oder sowas, dann nimmt er die großen RAW-Files und ist dadurch halt, also muss dadurch die großen RAW-Files laden. Das Ganze findet man genau hinter die Voreinstellungen, Command-U oder STRG-U auf Windows oder Lightroom-Voreinstellungen oder auf Windows bearbeiten, ganz unten dann Voreinstellungen. Und da gibt es dann den Punkt Entwickeln für Bildbearbeitung anstelle der Original Smart Vorschauen. Falsche Betonung des Satzes. Für die Bildbearbeitung werden dann statt den Originalen die Smart Vorschauen verwendet. Und dadurch kann es eben sein, dass man aber bessere Leistung hat. Wird wahrscheinlich auch so sein. Also das ist so der Punkt, wo sie jetzt Smart Preview wirklich auszahlen. Das wirklich lässige an Smart Vorschau-Daten ist aber was anderes. Und zeige euch das, also ich zeige euch das ganz kurz da. Ich habe da jetzt meine interne Festplatte, was jetzt nur 500 GB sind. Empfehlung übrigens zwecks Leistung, die Systemfestplatten und die Festplatten, wo der Katalog drauf liegt und am besten vor die Bilder, auf denen es arbeitet, soll der SSD sein, weil schnell. Jetzt ist natürlich SSD schnell und groß, ich meine, es sind schnell, aber groß ist teuer, darum hat man eher kleinere SSDs und man lagert jetzt einfach Bilder aus, die man jetzt nicht braucht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe auf meine externe Festplatten, die jetzt natürlich nicht angesteckt ist, in den 2010er Ordner, auf den ersten Ordner, den ich fotografiert habe, also professioneller fotografiert habe, und ich gehe jetzt einfach mal auf das erste Bild drauf, dann sieht man, dass da so ein Rufzeichen da ist, weil die Festplatte nicht angesteckt ist. Das Rufzeichen sagt mir, hey, das Bild fehlt. Wenn ich ins Entwickelmodul reingehe, dann sagt er, die Datei konnte nicht gefunden werden, weil ja die Festplatte nicht angesteckt ist. Das heißt, mit dem Ding kann ich eigentlich ja nicht viel machen. Ich kann mit der Vorschau im Bibliotheksmodul Stichwörter vergeben, ich kann mit Sammlungen arbeiten und sonstigen Spaß machen. Ich kann es aber nicht entwickeln. Was ich aber machen kann, ist folgendes. Ich kann mir beim Import oder irgendwann zwischendrin, kann einfach sagen, ich will jetzt Smart Previews erstellen. Das ist dann das kleine Icon da oben.
Das heißt, ich kann jetzt trotzdem mit den Bildern, obwohl sie jetzt nicht da sind, Entwicklungen vornehmen. Das heißt, die Bilder sind auf meiner externen Festplatte, die ist abgesteckt. Ich habe mir vorher Smart Previews von den Daten rechnen lassen und ich kann jetzt, obwohl die Bilder nicht da sind, die ganzen Entwicklungen und alles mit Lightroom machen. Wie gesagt, bis zu einer Größe von 2560 Pixel auf der langen Kante. Das heißt, volle Empfehlung, wenn es mit Laptop arbeitet, hängt sich einfach Festplatten an, als Ablage von Daten, die es einfach nicht dabei haben wollt oder braucht. Wenn es glaubt, es braucht das für irgendeinen Grund, rechnet euch Smart Previews. Ein Smart Preview ist nämlich relativ klar, hat nur 0,5 bis 1 MB maximal. Und mit denen kann man dann quasi unterwegs arbeiten. Das ist so der Punkt zur, wie gesagt, einerseits Leistung und andererseits auch zum Arbeiten unterwegs. RAW-Files und verlustbehaftete DNG-Files oder normale DNG-Files. Prinzipiell mache ich fast alles direkt beim Import, dass ich sage, als DNG importieren. Das heißt, das RAW-File wird einmal importiert, wenn es dann auf der Festplatte ist, wird es in ein DNG konvertiert, verlustfrei, und das Original-RAW-File wird dann weggeworfen. Das habe ich als Preset, also ich habe zwei Presets, eben als DNG und als RAW-File. Je nachdem, was ich brauche, wähle ich da unten aus. Wenn man jetzt aber auf der Festplatte schon die RAW-Files da hat, dann kann man es jetzt über Bibliothek Foto in DNG konvertieren, in ein DNG konvertieren. Ein DNG ist eben das RAW-File von Adobe, Digital Negative, und im Normalfall will man es verlust, also ohne verlustreiche Komprimierung von einem RAW in ein DNG konvertieren. Dann ist wirklich 1 zu 1 oder knapp dran, also sehr, sehr knapp dran, das gleiche RAW-File. Und jetzt kommt es aber, wenn man die Qualität und die Vorzüge von einem RAW-File haben will, im Unterschied zum JPEG, aber trotzdem Dateigröße sparen möchte, dann kann man eine verlustreiche Komprimierung verwenden. Dann wird auf das DNG eine Lossy-Komprimierung angewendet und das Ding wird kleiner. Das wird wesentlich kleiner. Also das verlustreiche RAW-File hat ungefähr Viertel bis Fünftel, Sechstel von dem Original. Und was ich da immer mache, ist jetzt Folgendes. In meine Sammlungen gibt es ganz unten eine Smart-Sammlung, also einen Satz Smart-Sammlungen, und ich habe da eine Sammlung, die heißt, was wo ist, für Ablage. Und im Wesentlichen ist da in der Ablage, also in der Smart-Sammlung für Ablage, sind jetzt die Regeln drinnen. Das heißt, Lightroom zeigt mal, alle Aussagen sind nicht, also sind zutreffend, wo der Kopiename ist leer. Das heißt, das ist dann ein RAW-File. Und ein Stichwort ist so, für mich so speziell, wenn ich das jetzt niemals in DNG konvertieren will, dann habe ich nur ein Stichwort drauf. Das da oben ist einmal Nebensache, sage ich mal. Wichtig ist das, Dateityp ist ein RAW-File und das Dateityp, also ist ein DNG, verlustfrei, und ist ein RAW-File. Und die Daten sind älter als 3 Jahre. Das heißt, Lightroom zeigt mir einfach alles an, was älter ist als 3 Jahre, und ein RAW-File. Und wo ich im speziellen Fall nicht manuell gesagt habe, Stichwort nicht in DNG konvertieren. Und dann gehe ich einfach drüber, nimm die Files und rechne die einfach in ein verlustbehaftetes DNG um und spare mir damit Festplattenspeicher ohne Ende. Also haben sie bei mir schon wirklich Leute, die sich vorher überlegt haben, hey, welche Festplatten sollte man kaufen? Soll man das oder das kaufen? Habe ich gesagt, überlege mal, welche Files das du wirklich brauchst. In Original, Original, und alle anderen konvertieren, und da sparst du wirklich gigabyteweise die, also Festplattenspeicher. Das ist da so der Plan zu dem. Das Ganze wird dann eben ausgewählt und dann zeigt man das Lightroom einfach an und ich kann es dann einfach rechnen lassen. Tipps zur lokalen Bearbeitung in Lightroom. Wenn man jetzt den Korrekturpinsel nimmt, kann man da Dodge and Burn machen, in gewisser Weise, also lokale Bereiche aufhellen und lokale Bereiche abdunkeln. Und wie ich da im Wesentlichen vorgehe, ist, dass ich mal einfach einmal meinen Pinsel in einen Bereich setze, der für mich eindeutig ist. Wenn ich jetzt quasi wo abdunkeln will, dann zoome ich da rein. Ich bin ja schon wieder auf einer viel zu hohen Zoomstufe in meinem Fall. 1 zu 3. Und setze jetzt einmal in den dunklen Bereich, nämlich daher, einfach an meinen Punkt. Und der Pinselstrich ist jetzt quasi für mich das, der repräsentierende Punkt für das, dass ich abdunkeln will. Das heißt, mit dem Pinselstrich, wenn ich da jetzt drüber fahre und vielleicht da den Fluss ein wenig höher stelle, dass man es sieht. So, wenn ich da jetzt drüber fahre, kann ich jetzt Bereiche, die ich jetzt betonen will, eben zur Formgebung zum Beispiel,
da jetzt einfach ein bisschen abdunkeln. Das heißt, ich fahre damit drüber und dunkle einmal die Bereiche ab. Orientiere mich auch schon an der Lichtführung, wie es generell da im Bild war. Dunkle da einmal ab. Und genau, in dem Fall ist es eh relativ dunkel, also kann man das einmal so lassen. Und jetzt genau das Gegenteil zum Aufhellen. Nehmen wir wieder einen neuen Punkt, also einen neuen Korrekturpinsel. Den setze ich da rein. Ziehe da gleich mal die Lichter und die Tiefen ein bisschen nach oben. Und kann da jetzt die Lichter eben nur betonen. Das heißt, ich fahre jetzt einfach über gewisse Stellen drüber. Gebe vielleicht da noch so einen Haarglanz oben drauf. Oder in der Stelle da drüben. Gehe da auf die Strähne und ziehe die da nach unten. Da war es vielleicht das Sinnvoll, dass ich jetzt den Fluss wirklich ein wenig zurücknehme, dass ich da einfach mit Gefühl die Helligkeitsbereiche einfach reinmalen kann. So. Und ziehe da jetzt so, ich sage mal so, Strähnchen da mal rein. Vielleicht ein bisschen kleiner machen. So. Da, wie gesagt, an den Formen, die schon vorgegeben sind, orientieren. So. Zoomen wir mal aus. Und jetzt noch einen weiteren Punkt, wie man so vorher nachher für lokale Bearbeitung einstellen kann oder kontrollieren kann, ist der kleine Regler. Und zwar, wenn ich es ausschalte, ist das ohne Pinselbearbeitung, einschalten wieder mit Pinselbearbeitung. Und kann so jetzt, wie gesagt, Bereiche einfach lokal nur aufhellen. Ich kann jetzt damit weniger Fluss nur reingehen. Und da jetzt vielleicht auch zwei, dreimal über das Auge drüber malen, so gesamt, auch zwei, dreimal, weil es ja aufhell. Dann nehme ich den Fluss wieder rauf, wechsle jetzt auf den dunklen Pinsel, mache den kleiner, nehme jetzt die, hoppala, rückgängig. Es lebe ein Grafiktablett, wäre jetzt gut, ich arbeite jetzt mit dem Trackpad. Ziehe da jetzt die Konturen von den Augenbrauen, so grob nach, weil ich jetzt mit dem dunklen Pinsel bin. Genau. Kann da jetzt noch reingehen und in meinem Fall jetzt wieder weiter einzoomen auf 100%. Und wirklich mit einem klaren Pinsel das Ding da jetzt nachziehen. Wie gesagt, da wäre wiederum ein Grafiktablett echt cool. Man kann jetzt sogar so weit gehen, dass man jetzt die einzelnen Augenbrauen, na, das sind jetzt Wimpern in dem Fall, die einzelnen Wimpern nur nachzieht. Und dadurch quasi Make-up, Strukturen im Gesicht, Formen einfach nur nachzieht. Ich kann jetzt, wenn ich die Lippe betonen will, jetzt bin ich auf dem dunklen Pinsel, kann ich ihm, der ist vielleicht zu dunkel, also kann man Z und den Fluss ein wenig rausnehmen, kann jetzt die Unterkante der Lippe dunkler gestalten. Oh, mit einem Grafiktablett geht es leichter, aber ich mache das mit Trackpads. Ne? Ich kann jetzt auch oben mit der Lippe da drüber gehen, dann mal kurz auszoomen, sozusagen den hellen Pinsel aktivieren, wieder einzoomen, dann den Glanzpunkt nachziehen. Und auch wenn es jetzt total schräg ausschaut und man sich denkt, hat das eigentlich irgendwas gebracht, ich zoome das wieder auf die 1:3 Zoomstufe ein. So. Wenn ich jetzt den Pinsel wieder ausschalte, vorher, nachher, sieht man, dass die Lippen wesentlich voluminöser wird. Also ich kriege einfach mehr Volumen, wird runder. Ich habe jetzt, wie gesagt, einfach solche Striche gezogen. Wenn mir das da unten zu extrem worden ist, weil ich halt einfach kein Gefühl habe, also ohne Grafiktablett, muss man dazu sagen, das wollte ich sagen, dann nehme ich das halt nochmal zurück, mache den Pinsel ein wenig kleiner wieder und fahre jetzt einfach im unteren Bereich einmal, vielleicht ein zweites Mal drüber und habe jetzt trotzdem quasi mehr Volumen in das Ganze reinbracht. Darum nehme ich es auch nochmal ein wenig zurück und die Aufhellung, dann nehme ich wieder den hellen Pinsel mit dem Radiergummi mit der weichen Kante, also ich mache den Radiergummi groß, mit weicher Kante, quasi mit wenig Deckkraft, radiere ich da jetzt über den Bereich da nochmal drüber. Ich kann jetzt natürlich auch noch hergehen mit dem Abdunkeln, mit ganz wenig Fluss den Backenknochen betonen, die mit da einmal abdunkle und darüber abdunkle, zweites Mal, auch noch zweites Mal auf der Seite. Dann nehme ich mal wieder den hellen Pinsel von da oben und gebe da oben auch noch ein bisschen mehr Licht drauf. So. Und habe jetzt auch noch quasi die Formen ein wenig verändert und kann da einfach wirklich sehr, sehr cool in das Ganze reingehen. Also wirklich einen repräsentierenden Punkt setzen fürs Dunkle, einen für die hellen Bereiche, die man aufhellen will und dann mit Gefühl reinmalen. Ich persönlich nehme dann immer ein wenig den Fluss raus, weil damit einfach die Stärke reduziert wird für das Ganze. Weitere lokale Anpassungsmöglichkeiten, diesmal ohne Tatar. Und zwar, es gibt neben Korrekturpinsel den Klassiker, der schon ewig dabei ist in Lightroom, den Verlaufsfilter. Und der Verlaufsfilter ist sowas wie ein Neutral Density Filter, und zwar ein Graduated ND Filter. Also ein Verlaufsfilter, den man halt irgendwo einstellen kann. Damit man es ein bisschen besser sieht, wechseln wir es einfach einmal auf irgendein anderes Bild. Und zwar, na, das ist voll einfach. Und zwar gehe einfach einmal kurz daher. Wenn ich jetzt den vorderen Bereich dunkler haben will,
Dann gehe auf den Filter. Shortcut ist übrigens die Taste M. Und der funktioniert so, wenn ich den jetzt aufziehe, dann gibt es eben ein Start und ein Ende. Ich ziehe das einfach mit der Belichtung voll runter. Und jetzt sieht man, alles, was da rechts von der Linie ist, da wirkt die Einstellung voll. Alles, was links, in meinem Fall jetzt von der Linie ist, da wirkt er gar nicht. Und die Länge des Übergangs, also die Länge, wie weit die Linien auseinander sind, steuert man, wie stark oder wie schnell von voller Effekt zu kaum Effekt passiert. Das heißt, wenn in dem Fall jetzt das Ganze quasi einfach ein wenig abdunkeln will, dass der vorne zu hell ist, dann kann ich das so einfach mit Gefühl runterziehen, bis circa daher, dann ist einfach vorne dunkler und nicht so hell, wie es vorher war. Das heißt, das ist jetzt der ND-Filter. Wenn ich ihn drehen will, nehme ich die mittlere Linie und kann ihn jetzt so zum Beispiel rüberdrehen, falls ich das machen will. Und der zweite Filter, der durchaus Sinn macht, da kann ich dann wiederum zu dem vorherigen Bild zurückspringen. Zack, das war ich wieder unten. Wenn jetzt zum Beispiel nur mehr den Fokus auf Gesicht legen will und da unten die Schultern abdunkeln will, dann nehme ich den radialen Filter, Shift-M, der Shortcut. Den setze ich jetzt einfach einmal da so aufs Gesicht drauf. Und was ich da wiederum habe, ich ziehe einmal die Belichtung runter. Ich mache einmal einen kleinen am Anfang, dass man es besser sieht. Ist, dass ich einfach einen Bereich habe, wo einfach in meinem Fall jetzt innen der Effekt gar nicht wirkt und außen voll. Ich kann das aber über Maske umdrehen, weil wir haben ja im Endeffekt da jetzt nichts anderes. Jetzt habe ich es gerade ausgeschaltet versehentlich. Wir haben im Endeffekt da nichts anderes als eine Maske. Und ich kann jetzt mit der Taste Minus oder mit dem Tastendruck da unten die Maske in der Wirkung umdrehen. In meinem Fall, wie gesagt, mag ich es außen haben. Über den Bereich weiche Kante kann ich dann steuern, wie stark der Übergang sein soll. Ob der voll weich sein soll, eben gar nicht, oder bei 50%, eben in der Mitte. Und wenn ich jetzt quasi die Schulter in der Stärke ein wenig rausnehmen will, in der Sichtbarkeit, dann ziehe ich den einmal so rüber, drehe das Ganze vielleicht da ein wenig so raus, so wenn das Licht von da drüben kommen würde. Und ich mache das im Normalfall am Anfang nie mit Belichtung, sondern immer mit Tiefen und mit Lichtern, weil dann kann ich das relativ gut st also steuern, wie stark der Effekt wirken soll, und nämlich auch auf die Lichter und auf die Tiefen getrennt. Und danach, falls das nicht reichen sollte, gehen die nur mit Gefühl dann einfach nur mit der Belichtung noch rein. Der ist also der Plan. Aber so, glaube ich, passt das ganz gut. Und ich denke das Ding, also gerade den radialen Filter, eigentlich immer wie ein Reflektor, dass ich so Licht in irgendwo in der Ecke hinschieße oder halt abziehe und dadurch auch weiche Übergänge habe und nicht so eng und nicht so präzise denken, sondern eher so weich, wie wenn man das wirklich ein Licht reinwerfen darf. Und dadurch habe ich jetzt bei dem Bild eben geschafft, dass der helle Punkt von der Schulter einfach in der Intensität zurückgenommen wird und damit der Betrachter weniger da unten hinschaut und gleich mal mehr nur Richtung Gesicht gezogen wird. Wenn man den Bildausschnitt von Bildern Fotos ändern will, dann gibt es da in Lightroom was ziemlich cooles, nämlich das Freistellungswerkzeug. Freistellungsüberlagerung. Hast du in Photoshop Freistellungswerkzeug, in Photoshop Shortcut C, ja, den Photoshop Shortcut, in Lightroom Shortcut R für Crop mit einem rollenden R in der Mitte, also Crop. Funktioniert überhaupt nicht. Und Freistellungsüberlagerung ist einfach total eigentlich der falsche Name. Das soll halt einfach zuschneiden heißen, dann passt, weil Freistellen ist was anderes. Wie das Ding funktioniert, zeige ich mal kurz her. Und zwar kann man einfach auf den Reglern irgendwo hinklicken, das herumziehen und danach den Zuschnitt irgendwo hinschieben. Ein verstecktes Feature, was ganz lang nicht einmal im Menü gestanden ist, wenn ich jetzt aus einem, also weil ich zum Beispiel da jetzt ein Seitenverhältnis habe, ich sage einmal 3 zu 2, was eben der Standard ist, und wenn ich jetzt aus dem 3 zu 2 Seitenverhältnis ein Hochformat machen will, dann kann ich das zwar ziehen, aber das ist früher auch nicht gegangen. Mittlerweile geht's. Was man da macht, ist die Taste X. Und mit der Taste X drehe ich einfach quasi die Breite in die Höhe um und umgekehrt. Das ist einmal so der erste Tipp. Dann, ich setze es dann nochmal schnell zurück. So. Wenn ich die Proportionen einfach so erhalten will, ohne dass ich da jetzt hergehe und sage 3 zu 2, dann kann ich mit der gedrückten Shift-Taste die Proportionen erhalten. Ich kann mit gedrückter Shift-Taste und gedrückter Alt-Taste aus der Mitte die Skalierung vornehmen, was auch mal schon ganz praktisch ist. Also Alt ist aus der Mitte, Shift ist Proportionen erhalten. Beides miteinander ist aus der Mitte proportional skalieren. Genau. Und jetzt kann man nur die Überlagerung, die jetzt standardmäßig auf Drittelregel eingestellt ist, mit der Taste O durchswitchen.
Gibt dann auch die goldene, die Fibonacci-Spirale, goldener Schnitt, dann verschiedene Überlagerungen, ein Crit oder eben wieder 3 zu 2. Und wenn jetzt die Fibonacci-Spirale quasi an der falschen Stelle liegen würde, kann ich wiederum mit Shift-O die Position der Fibonacci-Spirale verändern. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber prinzipiell schaut es cool aus, wenn man das sagen kann, dass man den Shortcut auswendig weiß. Also Shift-O, ah, das wiederum. Also wenn du jetzt mit O durch deine Verhältnisse durchgehst, bei der Fibonacci-Spirale sieht man es gut, und du brauchst das jetzt aber, weil du das auf der anderen Seite schneiden willst, da irgendwie, auf der anderen Seite, das Ding, dann sagst Shift-O, bis du es dann da unten liegen hast. Und dann ist halt einfach zugeschnitten. Genau. Das ist jetzt die Fibonacci-Spirale, die jetzt so der Ursprung irgendwo des goldenen Schnittes ist. Da soll jetzt der bildwichtige Punkt sein, was das für die dann immer ist. In dem, da wo sie sich hindreht. Der Blick läuft quasi entlang der Spirale und würde dann in dem Fall, wenn ich jetzt sage, das Auge, so, jetzt habe ich, jetzt bin ich weggefahren, bis da. Und dann müsste ich das jetzt, wenn ich noch Fibonacci-Spirale schneide, auf das eine Auge, ich meine, in dem Fall ist es schwierig, weil auf welches soll ich schneiden, dann war das in dem Fall so. Das hat natürlich bei dem Bild jetzt relativ wenig Sinn. Generell sind die Dinge auch eher als Hilfslinie oder Hilfs, was er immer zu sehen, was man einmal gesehen haben kann. Man muss jetzt aber nicht so felsenfest dran orientieren. Das ist so der Punkt. Wie gesagt, wenn man das Verhältnis haben will, kann man es da auswählen. Seitenverhältnis. Wenn ich das dann sperren will, was quasi die Shift-Taste ist, wenn ich temporär sperren will, kann ich da hinten das Schloss aktivieren. Das ist damit zum Schneiden. Wenn ich jetzt beispielsweise 1 zu 1 haben will, also Quadrat, dann nehme ich das, passt dann die Größe an, schiebt es da ein wenig rüber, so schneidet er vielleicht noch weiter rein, dass ich die Schulter nicht habe, weil dann ist nicht so dominant, die Schulter. Und zieht es da jetzt nur in die Mitte und habe dort jetzt so richtig knallhart da in der Mitte beim Quadrat angeordnet, wenn ich so haben will. Ich kann es jetzt aber beispielsweise bis daher ziehen, so vielleicht sogar ein bisschen weiter rüber, ups. Rüber. So irgendwo. Keine Ahnung. Da einfach experimentieren und Spaß haben, wenn es so ist. Das ganze Tool kann man jetzt auch noch für was anderes verwenden. Und zwar für Bilder, die jetzt nicht genau gerade sind, wo der Horizont nicht stimmt. Und wenn ich auf die Taste R drücke und jetzt den Crop zurücksetze, habe ich das jetzt so fotografiert. Also so ist aus der Kamera rausgefallen. Also eher schief. Das will man natürlich nicht haben. Und jetzt kann man freihändig, wenn man will, über den Winkel anpassen. Ich kann jetzt aber über die Ecken rausfahren, da das ganze Ding drehen. Was aber nur viel besser ist, ist, dass man die Wasserwaage nimmt. Und die Wasserwaage funktioniert so, dass ich einfach entlang von einer Linie, wo ich weiß, dass gerade ist, in dem Fall muss ich schätzen, aber ich sage, das wird wahrscheinlich ungefähr der Horizont sein, dass ich das einfach aufziehe. Und dann stellt man Lightroom das automatisch gerade. Ich kann das nur schneller machen, indem ich die Taste Bild weg, indem ich die Taste Command gedrückt halt und einfach temporär das Lupenwerkzeug habe. Warte, ich gehe mal raus, er hat es wieder geschafft. Hier, Beamer aufgehängt. Ja, die Command-Taste ist die temporäre Wasserwaage, Steuerung auf Windows. Ich kann die ja vertikal verwenden, auf Enter drücken und dann ist es freigestellt. In dem Fall fällt es jetzt um, also korrigiere da ein bisschen nach, in dem Fall darüber und dann passt es. Wenn man jetzt die Einstellungen in Photoshop vornehmen will, dann kann man das natürlich auch machen und da viel, viel detaillierter. Und ich dupliziere mal, stopp, das war falsch, Command T, ich dupliziere mal einfach einmal die Datei und wirf die Anpassungen quasi von den lokalen Anpassungen raus. Ich gehe also in den Pinsel rein, sage zurücksetzen. Das heißt, meine Pinseleinstellungen werden zurücksetzt, gehe in den radialen Pinsel, also den radialen Verlauf. Setze das da mal zurück und der Rest ist dann eigentlich eh okay. Und gehe jetzt mit Command E oder Steuerung E auf Windows in den Photoshop. Für Edit in Photoshop. Rechtsklick in Photoshop bearbeiten, genau. So, jetzt heißt das Bild wird jetzt da weitergegeben. Und Retusche haben wir uns ja beim letzten Mal schon angeschaut. Da kann man jetzt natürlich ganz kurz drüber gehen und die gröberen Hautprobleme
Probleme schnell reparieren. Das heißt, ich baue jetzt einfach einmal alles weg, was da, also alles, einfach einmal die gröberen Sachen weg. Wie gesagt, Shortcut J, Bereichsreparatur, mit der Alt-Taste einfach immer aufnehmen und die Bereiche auf einer neuen Ebene natürlich, das nie vergessen, auf einer neuen Ebene schnell wegbauen. So. Und so. Und so. Passt. Wie gesagt, um das soll es jetzt weniger gehen, das ist einfach nur, weil es halt beim gerade dabei sind. Und wenn man jetzt Helligkeitsinformationen ändern will, kann man es entweder wieder ein wenig größer sehen und das mit Gradationskurven zum Beispiel machen. Ich mache es jetzt aber mit einer klassischen Dodge and Burn Ebene. Das heißt, ich erstelle mir einfach einmal eine neue Ebene, nenne diese Ebene Dodge and Burn, D und B, für Nachbelichten und Abwedeln auf Deutsch, und fülle die Ebene einmal mit 50% Grau. Mit 50% Grau, das macht man über Bearbeiten, Fläche füllen und kann da 50% Grau auswählen. Genau. Also eine neue Ebene wird es einmal erstellen können. Ja. Dann bearbeiten, Fläche füllen, 50% Grau. Der Shortcut ist Shift Backspace, Großschreibtaste und löschen. Genau. Und da nimmt man dann 50% Grau. Warum nimmt man 50% Grau? Und zwar deshalb, weil man jetzt im Blendmodus von der Ebene von normal auf weiches Licht setzt und 50% Grau ist die neutrale Farbe bei weichem Licht und ineinander kopieren, also bei kontraststeigenden Blendmodi. Auch bei anderen, aber im Wesentlichen interessiert uns jetzt weiches Licht und ineinander kopieren. Okay, so und jetzt ist die Frage, was mir so eine graue Ebene bringt. Und zwar, ich kann jetzt mit einer weichen, also mit einem ganz, ganz weichen Pinsel mit schwarzer Farbe, ich zeige es jetzt einmal mit 100% Deckkraft her, weil dann merkt man, was passiert. Ich kann es mit schwarzer Farbe was abdunkeln und ich kann mit weißer Farbe was aufhellen. Jetzt nimmt man, wie gesagt, da jetzt nicht 100%, sondern quasi die Pinselstärke, die Pinseldeckkraft circa auf 30% oder 20% oder nur weniger, nehmen wir mal 20% auf der Taste, also auf der Tastatur die Taste 2. Und jetzt kann ich, wie gesagt, eben das gleiche machen, was ich vorhin in Lightroom gemacht habe, nur jetzt in Photoshop mit viel, viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich da jetzt mit schwarzer Farbe drüber mal, dunkle da jetzt einfach einmal die Augenbrauen ab. Wenn ich jetzt mit weißer Farbe, da jetzt zum Beispiel über die Pupille, ein, zwei, dreimal drüber vor, helle den Bereich auf, genauso wie da. Ich wechsle übrigens immer zwischen der Vor- und Hintergrundfarbe mit der Taste X. Das war das kleine Icon da, aber die Taste X ist zum Wechseln. Und kann da jetzt einfach hergehen und sagen, okay, ich will wiederum mit wenig Deckkraft da ein bisschen aufhellen, Pinsel ein wenig kleiner machen, Alt-rechte Maustaste, das hätte eigentlich schwarz sein sollen, schwarze Farbe da ein bisschen abdunkeln, so irgendwo. Dann die obere Lippe wieder da ein wenig abdunkeln. So. Da muss ich jetzt natürlich ein wenig nachbessern, denn solche Striche, wie ich jetzt auf der Lippe gezogen habe, sieht man. Das ist einfach sehr, sehr ja, unschön gezeichnet. Und da kann man etwas ziemlich Cooles machen. Und zwar, wenn ich jetzt draufkomme, dass ich an gewissen Bereichen ein wenig zu grob an das Ganze dran gegangen bin. Eben wie da, dass ich ja, den Pinsel halt nicht so richtig schön gesetzt habe. Dann nehme ich mal ein Lasso mit weicher Kante. Und wähle jetzt auf der Ebene, weil ich bin auf der grauen Ebene, den Bereich aus. Das ist quasi nur der Bereich. Und genau den Bereich kann ich jetzt über Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußschen Weichzeichner einfach so weit weichzeichnen, bis man die Linien quasi nicht mehr sieht, und dass die einfach in sich, also ineinander zusammenlaufen. Das war jetzt in dem Fall so irgendwo. Bestätige, dann hat es vorher so ausgeschaut mit Linien und nachher so. Und dadurch ist es einfach viel, viel weicher, das Ganze. Also immer wenn man den ganzen Dodge and Burn Wahnsinn nur ein bisschen weicher machen will, wenn man es vielleicht übertrieben hat, weil also der weiche Pinsel vielleicht nicht weich genug war, dann kann man jetzt einfach über einen Gaußschen Weichzeichner den Bereich auch nur ein bisschen weichzeichnen, wo das Ganze wirkt. Jetzt geht einfach daher, hält es nur ein bisschen auf, geht er unter den, hoppala, unter das Kinn mit schwarzer Farbe, Shortcut X, tue das im unteren Bereich noch ein bisschen abdunkeln. So, kann jetzt wiederum die Strähnen betonen oder jetzt einmal da einmal so einen Glanzpunkt mit weicher, weißer Farbe, nicht weicher, sondern weißer Farbe setzen da. Dann vielleicht da nochmal rein. So, schwarze Farbe, dann wieder die Taste X,
Gehen wir da über die Haare drüber. Den Bereich, da ein wenig abdunkeln. Da ein wenig abdunkeln. Machen nochmal rückgängig. Ja. Da war wiederum ein Grafiktablett echt cool. In dem Fall halt mit dem Trackpad. Aber hilft halt nicht. So, dann da vielleicht noch ein bisschen mit Weiß aufhellen. Und der Plan da ist wiederum in Licht denken. Also überall, wo man Licht haben will, malen wir jetzt mit Weiß hin. Überall, wo man Licht abziehen will, malen wir jetzt mit Schwarz hin. Und kann so relativ gut steuern, wie das Ganze ausschaut. Wenn ich jetzt die Schulter Gesamtdruck nehmen will, kann ich zum Beispiel dort auch ein paar Mal mit schwarzer Farbe klicken. Dann nehme ich da jetzt den Dekolleté-Bereich auch mit schwarzer wegen raus. Also ein wenig dunkler. So. Und wenn ich jetzt einen Alt-Klick auf das Auge da mache, dann ziehe ich nur die Ebene und habe in Wahrheit einfach gerade das zeichnet. Und wiederum, alles was weiß ist, hält einfach auf. Alles was schwarz ist, dunkelt dann ab. Das ist so der Clou dazwischen. Also dahinter, nicht dazwischen. Jetzt haben wir das Auge nochmal mit weiß so einmal drüber gefahren. Und genau. Dann haben wir so vorher, so nachher, einfach nur mit einer grauen Ebene, die so ausschaut. Deckkraftanpassungen in Photoshop. Und zwar, wenn man den Pinsel oder irgendein Werkzeug mit Pinselspitze die Deckkraft anpassen will, da oben, dann ist so der lange Weg, den man aber nicht macht, dass man daher klickt, darüber fährt und wieder daher klickt. Bisschen kürzer ist, dass man einfach den Namen nimmt und nach rechts und links zieht. Ist aber gut. Und nur viel besser ist, dass man einfach die Taste 1 drückt für 10%, 0 für 100, 5 für 50 oder zum Beispiel 2,5 für 25. Jetzt muss aber ein Werkzeug aktiv sein, was da oben die Deckkraft steuert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Handwerkzeug habe, was ja da keine Deckkraft hat, und ich mache jetzt 50%, dann nehme ich die Deckkraft von der Ebene zurück. Das heißt, immer aufpassen, was es aktiv ist. Sprich, wenn ich jetzt eine Ebene habe, dass man es ein bisschen besser sieht, dann macht er wiederum, hoppala, keine Runden, sondern einen eckigen Balken da drüber. Ups, so irgendwie. Und ich mag jetzt die Deckkraft von dem Balken verändern. Dann gehe ich auf M, ja, auf H, weil ich aufs Handwerkzeug gehe. Das hat ja keine Deckkraftsteuerung. Sagt zwar für 20% oder nur für 100%. Wenn ich jetzt einen Pinsel nehme und die Deckkraft vom Pinsel von 100% auf 20% haben will, dann sage ich 2, dann habe ich die Deckkraft vom Pinsel auf 20% und kann das jetzt so einstellen. Also immer aufpassen, was aktiv ist, ob jetzt eben ein Werkzeug mit Deckkraft, dann steuert der Shortcut eben 1 bis 0 die Prozente der Deckkraft. Wenn ich das nicht habe wie beim Handwerkzeug, dann steuert 1 bis 0 die Deckkraft an der gesamten Ebene. Eine zweite Möglichkeit zur Helligkeitssteuerung ist über Gradationskurven und Masken. Haben wir auch schon einmal gesehen, aber einfach nur mal zur Wiederholung. Sprich, Gradationskurve hält ja, wenn ich es jetzt nach oben ziehe, einfach alles auf. Weil die Maske, die dahinter hängt, weiß ist und eine weiße Maske hast ja, wird alles aufgehellt. Wenn ich die Maske jetzt invertiere, dann ist schwarz. Command-I, Steuerung-I auf Windows. Und wenn ich jetzt auf der Maske mit einem weißen Pinsel arbeite, mit 100% Deckkraft, mache jetzt einfach bei den Haaren nur mal ungefähr das Gleiche. Das heißt, ich helle einmal da auf, ich helle einmal da irgendwo auf, vielleicht da, dann geht da so an der Kante entlang runter und hält es ein wenig auf. So irgendwo. Den Bereich, da nur mal rein, da vielleicht so strähnenmäßig. Jetzt erstellen wir nur mal so eine Kurve. Ziehe die nach unten, invertiere wiederum, Command-I, nenne das Ganze einfach dunkler. Nehme wieder einen Pinsel, Brush mit Weiß und dunkle jetzt einfach gewisse Bereiche ab, also vielleicht da wegen, dann gehe ich vielleicht da drüber, so ein bisschen zu wild und da rein. Und was ich jetzt für einen Vorteil habe, mein vielleicht Vorteil, es kommt immer darauf an, was man machen will, muss man sich halt überlegen, ist, dass ich jetzt im Nachhinein bei der Technik nur reingehen kann und sagen kann, ich will die Abdunklung halt steuern. Also wie stark das jetzt abdunkelt werden soll, vielleicht nur ganz leicht, oder beim Aufhellen, um wie viel das heller werden soll. Und da wird jetzt wirklich nur im Nachhinein alle Möglichkeiten, dass ich es einfach anpasse. Und falls mir die Linien da jetzt wieder zu sichtbar sind, weil ich habe da das zeichnet, Alt-Klick auf die Maske zeigt übrigens die Maske an, dann kann ich natürlich die Maske wiederum weich zeichnen, über Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Und wenn das jetzt vorher eben eine harte Kanten war oder relativ hart, kann jetzt über den Radius steuern, wie weich das Ganze werden soll und habe dadurch dann viel, viel schönere Übergänge oder viel weichere Übergänge, als im Vordergrund war oder der Fall war.
Also das ist genauso eine Möglichkeit, kommt halt einfach immer darauf an, was man machen will. Man kann es jetzt miteinander kombinieren, wenn man das will. Das heißt, in dem Fall, wenn ich es kombiniere mit der Dodge and Burn-Ebene, dann wird es jetzt nicht ganz so hell aufhellen, sondern vielleicht nur so in dem Bereich. Nächster Punkt, verflüssigen in Photoshop. Und zwar machen wir jetzt die einfache Methode oder einfache am Anfang, indem wir uns einfach die bestehenden Ebenen auf eine zusammenrechnen, nämlich mit Command-Alt-Shift-E, STRG-Alt-Shift-E auf Windows. Ist ein Shortcut, den es in Photoshop nicht gibt. Es ist quasi Ebene sichtbar auf eine Ebene reduzieren als Kopie. Drum die Alt-Taste. Command-Alt-Shift-E. Die Amerikaner und im Speziellen der Dick McLelland sagt da Smash your fist down, E. Genau. Es trifft es eigentlich ziemlich cool. Steuerung als Shift E. Genau, aber als Kopie. Also du brauchst, wie gesagt, die Alt-Taste dazu, dass die sichtbare auf einer Ebene als Kopie reduzierst. Genau. Steuerung als Shift E. Was das bringt, ist, dass jetzt alle Ebenen, die darunter sichtbar sind, auf eine zusammengerechnet hast. Das heißt, die eine Ebene ist jetzt alles, was darunter ist. Und auf der einen Ebene, ich meine, es gibt ja noch andere Technik mit Smart-Objekten, aber das machen wir jetzt noch nicht. Auf der einen Ebene kann man jetzt über Filter in den verflüssigen Filter gehen. Und der verflüssigen Filter ist einerseits ein extrem mächtiges Tool, andererseits ein extrem gefährliches Tool. Mächtig, weil es sehr einfach ist, wenn man Bereiche von einem Körper verändert. Gefährlich, weil man damit natürlich ein gewisses Bild in gerade Köpfe von Mädels meistens, von Jungen einimpft und sagt, so muss ich ausschauen, wenn ich so nicht ausschaue, dann ist es blöd. Drum das Ganze immer mit Bedacht anwenden. Aber schauen wir einfach mal kurz drüber, was man machen kann. Es öffnet sich, wie gesagt, so ein eigener Dialog, ein riesiger. Und das Standard-Tool, was eben ausgewählt ist, ist das Mitziehen-Werkzeug. Und das funktioniert so, also wenn man da rechts drüben einmal die Größe eingestellt hat, die Dichte auf 50 lässt und den Druck einmal ganz weit runterfährt, also auf 6% oder so. Und das funktioniert eben so, dass wenn ich da jetzt reingehe, ich mache es zum Herzeigen ein wenig stärker und Bereiche verändere, dass ich da jetzt Bereiche herumschieben kann. Sprich, in dem Fall, wenn ich beispielsweise die Schulter ein wenig kleiner haben will, dann kann ich die da jetzt nehmen und einfach ein wenig schmäler ziehen. So, vielleicht da vorne auch noch ein bisschen. So irgendwie. Ein wenig runter, wie immer. Das heißt, ich schiebe einfach Pixel herum. Das ist so der Plan. Ich setze das Ganze mit einem Alt-Klick auf die Abbrechen-Taste. Nein, das geht nicht. Ich setze da bei Pinsel-Rekonstruktionsoptionen alles wiederherstellen, wieder komplett zurück. Sowas vorher. Und zeige euch einmal gleich her, was auch die große Gefahr ist an dem Mitziehen-Werkzeug. Und zwar, wenn es jetzt eben zu stark eingestellt ist vom Druck. Und ich mag jetzt zum Beispiel die Nase ein wenig dünner machen oder so. Und ich fange jetzt an, dass ich da so reinschiebe. Dann kann es einfach sein, dass ich Knubbeln oder so Eindrücke erstelle. Was einfach nicht cool ist. Ich sage wiederum, alles wiederherstellen. Und was man deshalb nimmt, man nimmt nicht das Mitziehen-Werkzeug, sondern man nimmt das da unten, das nach links schieben Werkzeug. Genau, das ist der Schneepflug, richtig. Und das funktioniert so, wenn ich nach oben fahre, dann schiebt Photoshop die Pixel nach links. Das heißt, ich kann in einem Zug die Bereiche gleichmäßig zusammenschieben. Wenn ich jetzt da die Schulter verändern will, fahre ich da an der Schulter entlang nach oben und Photoshop schiebt die Pixel nach links. Wenn ich es nach rechts schieben will, fahre ich nach unten und Photoshop schiebt die Pixel nach rechts. Und so kann ich da relativ schnell, aber auch sehr sauber Bereiche anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt Kinn ein wenig schmäler sein soll, fahre einfach da nach oben. Und da wieder nach unten. So. Da einmal, zweimal darüber. Und kann das einfach so jetzt anpassen. Wie gesagt, man verändert da sehr schnell den Charakter von einer Person, auf das immer aufpassen. Ich gehe jetzt mit OK einfach einmal schnell raus und sage da raus nicht STRG Z, sowas vorher, so ist nachher. STRG Z, STRG Z. Und da habe ich jetzt in Wahrheit nur ein bisschen Nase und ein bisschen Kinn verändert. Ich meine eigentlich relativ viel von beiden und halt viel Schulter. Aber das ist halt natürlich sehr, sehr massiv, was man da macht. Seit neuesten Versionen von Photoshop kann im verflüssigen Filter, also drüben links, auf das Gesicht gehen. Das ist das Gesichtswerkzeug. Und Photoshop erkennt dann automatisch Gesichter. Ich habe da jetzt Eigenschaften vom Gesicht und kann dort zum Beispiel die Nase schmäler ziehen und weiter nach oben ziehen. So.
Ich kann dem Ganzen ein bisschen mehr Grinsen oder ein bisschen mehr Ernstheit verpassen. Kann die Lippe größer oder kleiner machen. Ich kann die Kinnpartie nur verändern. Ich kann die Stirnhöhe nur anpassen. Ich kann die Augengröße anpassen. Genau, ich kann die Augen auch noch ein bisschen drehen, wenn ich das machen will. So irgendwie. Und da ist natürlich klar, dass man unglaublich viel verändert. Also auf das aufpassen, wenn man da einmal loslegt, dann ist es natürlich massiv. Und da ist wirklich immer der Plan, weniger ist mehr. Warum weniger mehr wichtig ist, ist, dass wir als Menschen einfach Menschen immer ins Gesicht schauen und uns fällt sofort auf, wenn irgendwas nicht stimmt, wie es normalerweise ist. Sprich, riesige Augen und kleine Nasen oder sonst irgendein Wahnsinn, was man jetzt so macht, so Kindchenschema, aber halt auf Erwachsenen. Das ist einmal der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass man wiederum, wenn man auf das Ethische denkt, halt einfach ein Schönheitsideal schafft, was einfach nicht erreichbar ist. In Frankreich muss man seit, also jetzt seit 9 ist wirklich verpflichtend, auch mit Strafe relativ hoch, muss man angeben, wenn man ein Bild in Photoshop körpertechnisch verändert hat, was ja durchwegs sinnvoll ist. Genau. Genau, also drum, Fazit, aufpassen, nicht übertreiben mit dem Gehen. Hilfsmittel zum Verflüssigen. Und zwar geht da einfach nur mal reines Verflüssigen. Ich habe die Einstellungen wieder zurückgesetzt. Und na, Blödsinn, ich habe es mit Command, also mit Verflüssigen angewendet. Ich muss natürlich in den Filter reingehen. So, jetzt passt's. Wenn ich da jetzt irgendwas verändere, ich sage jetzt einmal, okay, die Schulter mag jetzt ein wenig schmäler haben, vielleicht ist nicht ganz so massiv. Da ist übrigens auch ein Grafiktablett wieder cool, weil ich über den Druck steuern kann, wie stark das Ganze verschoben wird. So. Dann sage ich einmal, es passt die Schulter. Jetzt verändere die Nase. So. Und jetzt komme ich drauf, dass ich die Nase vielleicht zurücksetzen will, aber nicht alles zurücksetzen will. Also der Rekonstruieren-Befehl setzt ja alles zurück. Und was ich machen kann, ist folgendes. Ich blende mal da das Gitter ein, damit man sich das besser vorstellen kann. Die ganzen Einstellungen werden ja über das Gitter gesteuert und die Pixel werden jetzt verschoben. Und es gibt da oben das Tool, das ist das Rekonstruieren-Werkzeug. Und mit dem kann ich quasi das Gitter wieder an die ursprüngliche Position zurückschieben. Das heißt, ich kann gezielt, wenn ich sage, da bin ich jetzt zu stark reingegangen, den Bereich wieder zurückziehen, ohne dass jetzt der Schulterbereich da unten mit rekonstruiert worden ist. Also da immer lokale Zurückstellung des Effekts übers Rekonstruieren-Werkzeug.